Ja, ich bin gebeten worden, was zum Thema Alles Crowd, alles gut zu sagen. Das ist ein etwas irreführender Titel erstmal oder ein bisschen überzogen, weil ja meines Wissens auch die enthusiastischsten Anhänger einer Weisheit der Massen nicht davon ausgehen, dass in Zukunft alles durch Freiwillige erledigt werden wird. Es geht immer um Mischformen, um eine Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen und Experten oder noch genauer zwischen unentgeltlicher Arbeit und bezahlten Kräften. Die Wikipedia wird ja auch nicht ausschließlich von Laien befüllt, da sind auch Experten beteiligt. Und es geht um das Verhältnis von etwas fester gefügteren, dauerhafteren Institutionen mit klaren personellen Zuständigkeiten auf der einen Seite und eher so ad hoc zusammenkommenden, flexibleren Gruppen auf der anderen Seite. Oh, ich habe schon meine ersten Slides vergessen, Entschuldigung. Ganz ähnliche Zusammenarbeitsformen gibt es ja außerhalb der digitalen Welt schon länger. Fast die Hälfte der deutschen Museen, habe ich jetzt bei der Vorbereitung herausgefunden, arbeitet mit Ehrenamtlichen zusammen. Im Jahr 2003 waren das über 30.000 Menschen. Was ist inzwischen neu hinzugekommen? Neu ist zum einen, dass diese Zusammenarbeit durch digitale Werkzeuge einfacher wird, dass vor allem dadurch sehr viel größere und auch überregionalere Gruppen an einem Projekt mitarbeiten können und es ergibt sich daraus auch eine flexiblere Zeiteinteilung für diese Freiwilligen. Man kann also öfter mal 5 Minuten seiner Zeit beisteuern oder eine halbe Stunde und muss nicht einmal die Woche 4 Stunden im Museum erscheinen, eine Möglichkeit, die normalerweise eher Rentnern offen steht. Das heißt, es macht die Mitarbeit auch für Menschen attraktiver, die noch nicht in Rente sind. Und neu ist auch und insbesondere, dass dadurch erstmals sichtbar wird, wie groß eigentlich die Menge an Zeit ist, die Menschen bereitwillig zu Projekten beisteuern, für die sie gar nicht bezahlt werden. Also wir hatten das ja vorhin schon, als es um den österreichischen Denkmalschutz ging, dass man damit nicht unbedingt rechnet. Die Wikipedia, das ist eine Schätzung von Clay Shirky, die schon wieder fast 3 Jahre alt ist. Inzwischen dürften es ein paar Stunden mehr sein. 100 Millionen Arbeitsstunden stecken drin und die Nutzer von Galaxy Zoo haben allein im ersten Jahr, da geht es um das Klassifizieren von Galaxienfotos nach bestimmten Kriterien, im ersten Jahr über 50 Millionen Fotos aus dem Sloan Digital Sky Survey klassifiziert und daran waren über 150.000 Menschen beteiligt. Das Nachfolgeprojekt Zooniverse, wegen des großen Erfolgs dann gegründet hatte, das ist der Stand von gestern, ganz knapp 700.000 Beteiligte, heute ist die Zahl wahrscheinlich runder geworden. Und durch diese quantitativen Veränderungen werden auch ganz andere Projekte möglich. Wenn diesen Freiwilligen irgendwas am Herzen liegt, dann sind sie sogar bereit, dafür Geld auszugeben. Über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter sind, und die gibt es noch nicht so lange, seit 2008, inzwischen knapp 400 Millionen Dollar eingesammelt worden für verschiedene Kulturprojekte. Und das, glaube ich, sind Dimensionen, die überraschen jetzt nicht nur das österreichische Amt für Denkmalschutz, sondern auch die optimistischsten Netzenthusiasten hätten sich da wahrscheinlich verschätzt, wenn man sie vor 10 Jahren danach gefragt hätte. Daran, bei diesem Phänomen zeigt sich aber auch, und das ist der Teil, der für Institutionen erstmal nicht ganz so angenehm ist, dass dieser Beteiligungswunsch so groß ist, dass die Leute nicht unbedingt warten wollen, bis die Experten sie mitspielen lassen. Wenn man ihnen da, wo die Experten tätig sind, keine Gelegenheit dazu gibt oder wenn diese Gelegenheiten zu unattraktiv sind, was verschiedene Gründe haben kann, mal ist die Benutzeroberfläche zu struppig und mal ist die motivierende Ansprache einfach irgendwie nicht die richtige. Wenn diese Gelegenheiten nicht stimmen, dann tragen diese potenziellen Mitarbeiter ihre Zeit und ihre Kenntnisse und ihr Engagement eben anderswohin. Und in diesem Anderswo, dahin kann der Experte dann zwar ihnen nachfolgen, zum Beispiel die Wikipedia, da genießt er aber erstmal nicht den schönen Expertenstatus, den er in seiner heimatlichen Institution gehabt hätte, sondern muss sein Leben als ein Freiwilliger unter vielen beginnen, was unter Experten hin und wieder für Unmut sorgt. Wenn man diese Zusammenarbeit will zwischen Freiwilligen und Experten, dann hilft es, sich darüber klar zu werden, auf welchen Seiten die Freiwilligen ihre Stärken haben und wo die Institutionen eher die Nase vorn haben.
Was die Crowd nicht so gut kann, ist zum einen Kontinuität. Die Wikipedia ist gerade mal 10 Jahre alt. Das ist für Museumsverhältnisse nicht gerade viel und heißt noch nichts. Und viele andere, weniger beachtete Projekte sind in derselben Zeit entstanden und unbeachtet wieder vergangen. Der Umgang mit Gegenständen ist nicht so leicht für flexible Schwärme, die in der Regel keine Räume oder sonst irgendwas zur Verfügung haben. Alles Digitalisierbare eignet sich sehr gut, alles, was irgendwie mit Materie zu tun hat, funktioniert weniger gut. Expertise, natürlich sind unter den Freiwilligen immer auch Experten und es gibt ganz spezielle Rahmenbedingungen, unter denen diese Weisheit der vielen tatsächlich funktioniert und man gemeinsam mehr kann als ein Einzelner. Aber ein Crowd-Projekt hat in der Regel eine sehr flache bis gar keine Hierarchie und das bedeutet für Experten, dass sie sich nicht auf ihren einmal erworbenen Expertenstatus jetzt auf diesen Status berufen können und einfach sagen können, weil ich folgende 3 Titel vor meinem Namen habe, soll man mir nicht widersprechen, sondern man muss einfach alles wieder ganz von vorne geduldig begründen in der Zusammenarbeit mit anderen. Das macht nicht jeder mit. Zuständigkeiten. Es geht speziell nach außen hin, das hat ja auch die Wikipedia in den letzten Jahren festgestellt und umgesetzt. Es geht speziell nach außen hin nicht immer ohne persönliche Ansprechpartner für bestimmte Dinge. Das verträgt sich nur mittelgut mit dem Crowd-Konzept. Dadurch wird ein solches erstmal flexibles und formloses Projekt allmählich immer institutionenförmiger, ein bisschen hierarchischer, ein bisschen bürokratischer. Es entstehen Flaschenhälse in Personenform. Ja, dadurch entwickelt sich der Schwarm stärker in Richtung Institutionenform. Dann Ödnis ertragen ist ein Problem. Nicht alle Tätigkeiten, gerade im Zusammenhang mit Archiven und Museen, ist so attraktiv wie das, was Galaxy Zoo bietet, wo man oft als erster Bilder fremder Galaxien zu sehen kriegen kann. Man kann mit einer geschickten Erzählung um die Aufgabe drumherum oft noch was retten, aber ich glaube nicht, dass das in allen Fällen möglich sein wird. Und natürlich ist Langeweile auch für den bezahlten Fachmann nicht schön, aber wenigstens kriegt er Schmerzensgeld dafür. Was die Institutionen ihrerseits nicht so gut können, ist zum einen so viele Mitarbeiter abstellen, wie sie im Idealfall bräuchten. Es gibt nie genug Mitarbeiter, es gibt immer mehr zu tun oder mehr, was man eigentlich machen wollte, könnte oder müsste, als man Personal dafür zur Verfügung hat. Die Ursprungsgeschichte von Galaxy Zoo sieht so aus, dass sie dort ursprünglich auch versucht hatten, diese knapp 1 Million Sloan-Fotos an der Uni von einer wissenschaftlichen Hilfskraft, von einem Doktoranden klassifizieren zu lassen. Stellte sich raus, dass Chris Lintott, der Gründer, erzählt, dass sich dadurch empirisch erhärten ließ, dass so ein Doktorand etwa 50.000 Bilder klassifiziert und dann sagte einem, wohin man sich die anderen 850.000 stecken kann. Es war also schnell absehbar, dass darin nicht die Lösung liegt. Man kann, zum einen reichen die Mitarbeiter nie, zum anderen kann man sie auch nicht dann, wenn man sie bräuchte, einfach aktivieren und dann, wenn man sie gerade nicht brauchen kann, wieder auf die Straße setzen. Zweiter und ich glaube wichtigerer Punkt ist Gebäudedenken. Institutionen haben ihren Sitz in der Regel in Gebäuden und das führt zur Herausbildung einer ganz bestimmten Sorte von Kompetenzen, bei denen es eher darum geht, regionale Kontakte zu nutzen, sich auf die Besucher vor Ort zu konzentrieren. Dadurch können Institutionen einen kleinen Teil derer ansprechen, deren Wissensfundus, deren Freizeit, deren Engagement sie eigentlich nutzen wollen. Wollen sollten oder könnten, deren Engagement sie gerne wecken würden. Durch diese starke Konzentration auch bei der Erfolgsmessung auf die Benutzerzahlen kann man langfristig leicht aus den Augen verlieren, auf die Besucherzahlen vor Ort, kann man langfristig leicht aus den Augen verlieren, was eigentlich das Konzept hinter der Institution ist, ihre eigentliche Funktion. Was es also bisher auch schon gab, Entschuldigung, ich bin zu schnell. Was es bisher auch schon gab und was es auf eine den technischen Gegebenheiten ein bisschen angepasste Art auch weiterhin geben wird, ist ein Gleichgewicht oder ein Spannungsverhältnis zwischen auf der einen Seite Dauerhaftigkeit, Materie, Geld und auf der anderen Seite Schnelligkeit, Flexibilität, flachen Hierarchien. Kulturinstitutionen haben, glaube ich, keinen Anlass zu der Befürchtung, dass sie durch irgendwelche Crowd-Angelegenheiten überflüssig werden, wie man ja aus der Diskussion manchmal so heraushört.
Weil es nicht so aussieht, als würde sich die Crowd in naher Zukunft Gebäude und Finanzierungsmodelle und Hierarchien zulegen. Das passt auch konzeptuell nicht so gut zu dieser Idee der flexiblen Schwärme, beziehungsweise wenn das passiert, werden sie einfach genau zu den Institutionen, deren Gegenentwurf oder Ergänzung sie ursprünglich gewesen sind. Historisch liegt ja der Ursprung vieler Museen oder Archive auch in freiwilligen Projekten. Das Spannungsfeld bleibt trotzdem bestehen. Es wächst auf der anderen Seite wieder was Flexibleres nach. Diese Zunahme der freiwilligen Beteiligung am Expertengeschäft geht mit bestimmten Problemen einher. Es hat mir Spaß gemacht, bei der Vorbereitung über diese Probleme nachzudenken, weil ich ja sonst eher zu solchen Veranstaltungen als Internet-Gutfinde-Bunny eingeladen werde und jetzt die Weisheit der vielen in den höchsten Tönen loben müsste. Aber es hält einen ja geistig flexibel, hin und wieder auch das Gegenteil der eigenen Meinung zu behaupten. Und nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht hatte, ist mir dann auch tatsächlich das eine oder andere eingefallen. Genau genommen so viel, dass ich aus Zeitgründen die Hälfte wieder rausstreichen musste. Sie sollten also nicht davon ausgehen, dass jetzt eine erschöpfende Liste aller denkbaren Probleme folgt. Es ist sehr viel leichter im Netz, Erfolgsgeschichten zum Thema Crowds und Crowdsourcing zu finden als Kritik. Und ich denke, das hat zum einen damit zu tun, dass wir in dieser Entwicklung noch ganz am Anfang stehen. Aber eine nicht unwesentliche Rolle spielt sicher auch Publication Bias, die Tendenz, dass man Erfolgsgeschichten sehr viel lieber veröffentlicht als Misserfolge, insbesondere wenn es sich dabei um die eigenen handelt. Es sind sicher nicht alle Projekte erfolgreich, es ist schwer zu sagen, wie viele Crowd-Projekte scheitern, weil man von den weniger erfolgreichen in der Regel keine Daten bekommen wird. Also man findet dann noch die Pressemitteilungen, dass da irgendwas optimistisch an den Start gegangen ist und dann wird es sehr schwer, irgendwelche Updates zu finden. Man kann dann raten, dass es wahrscheinlich nicht ganz so gut gelaufen ist, aber es ist dann schwer zu sagen, was daraus geworden ist und auch schwer zu sagen, woran das im Einzelnen gelegen hat. War es wirklich zu langweilig? Ist es an schlechter Gestaltung der Benutzeroberfläche gescheitert, an mangelnden Kompetenzen der Betreiber? Aber man kann vermutlich festhalten, dass es nicht immer klappt. Und im ungünstigsten Fall, wenn eine Institution sich gerade zum ersten Mal an sowas versucht, dann sagen die Vorgesetzten, dass man sowas aber bitte in Zukunft nie wieder machen soll und der Initiator des schönen Crowd-Projekts wird in eine Abteilung Schädlingsbekämpfung irgendwo im dritten Kellergeschoss versetzt. Zweiter Punkt, natürlich auch der, von dem heute schon ausführlich die Rede war, Urheberrechtsprobleme. Ich habe leider heute Vormittag noch im Zug gesessen und weiß deshalb nicht, ob diese Bundesarchiv-Wikipedia-Geschichte schon ausführlich besprochen wurde. Das Bundesarchiv hat 2008 über 80.000 Fotos für Wikimedia Commons zur Verfügung gestellt, mit der Begründung, dass man ja schließlich den gesetzlichen Auftrag hätte, Archivgut öffentlich zur Verfügung zu stellen. Es hatte für beide Seiten diverse Vorteile. Die Wikipedia kriegte Bilder, die sie sonst nicht leicht hätte beschaffen können. Das Bundesarchiv kriegte Hilfe bei der Verknüpfung seiner Personendaten mit Wikipedia-Artikeln und mit einer internen Personennamendatei, was man aus Personalgründen offenbar bis dahin gar nicht gemacht oder nicht besonders gründlich gemacht hatte. Und was sich dann auch in der Folge als Vorteil herausstellte, es gingen ziemlich viele Fehlermeldungen und Ergänzungen von Wikipedia-Nutzern beim Bundesarchiv ein, die feststellten, dass die Bildbeschreibungen nicht so präzise oder so richtig waren wie sie hätten sein sollen. Es dauerte 2 Jahre und dann erklärte das Bundesarchiv trotzdem, dass es die Zusammenarbeit lieber nicht ausweiten wollte. Die vorhandenen Bilder blieben zwar drin, kamen keine weiteren hinzu, wie ursprünglich geplant. Und dafür gab es 2 Begründungen. Eine davon war, dass die Lizenzierung zu wenig beachtet wurde. Die Bilder waren zwar unter einer Creative Commons Lizenz mit den Bedingungen Namensnennung und Share-alike zur Verfügung gestellt worden, hätten also unter den gleichen Bedingungen weiterverbreitet werden dürfen, aber für alles andere hätte man sie kostenpflichtig beim Bundesarchiv in einzelner Handarbeit lizenzieren müssen. Das ist offenbar auch teilweise geschehen. Die Einnahmen aus den Lizenzen haben sich anscheinend um knapp 200% erhöht. Absolute Zahlen dazu habe ich keine gefunden. Aber außerdem wurden diese Bilder eben auch zu ganz anderen Bedingungen verbreitet. Offenbar führte es zu besonderem Unmut, dass da jemand auf eBay Postkarten mit diesen alten Bildern zum Verkauf anbot. Es werden sich nie ausnahmslos alle Nutzer an die rechtlichen Bestimmungen halten. Das ist eine Illusion. Das mag dann einigermaßen problemlos funktionieren, wenn es so ist wie bei der Library of Congress, die
viel bei Flickr reingestellt hat, wenn die Nutzer mit den Bildern tatsächlich machen dürfen, was sie wollen. Allerdings steht hier auch im Kleingedruckten, Sie werden es nicht lesen können, no known restrictions, was nicht heißen muss, dass es tatsächlich keine gibt. Aber wenn es Einschränkungen gibt, die bekannt sind, dann muss man immer damit rechnen, dass irgendjemand eben doch dagegen verstößt, ob das jetzt aus Unwissenheit passiert, aus Fahrlässigkeit oder tatsächlich absichtlich. Das kann tolerierbar sein, die meisten Rechteinhaber leben damit, dass sich halt nur die meisten Nutzer an die Vorgaben halten und nicht alle. Aber manchmal ist es eben auch nicht tolerierbar, zum Beispiel, wenn man sonst von irgendwelchen Erben verklagt wird, wenn man, was vorhin genannt wurde, man Werke aus privaten Sammlungen ausstellt oder wenn es nun mal im Regelwerk der eigenen Institution drinsteht, dass für Bilder Lizenzierungsgebühren genommen werden müssen. Und es sind nicht alle solchen Probleme von der Crowd an den Institutionen vorbei lösbar. Man kann in manchen Fällen, so wie bei Wiki Loves Monuments, Freiwillige dazu auffordern, Dinge zu fotografieren und die Fotos unter Wikipedia-taugliche Lizenzen zu stellen, aber das geht bei vielen historischen Angelegenheiten eben nicht. Dann existieren die Fotos oder Texte nur in diesem einen Archiv und mit noch so viel guten Willen kann man sie nicht neu und unter den passenden Lizenzen herstellen. Ein damit verwandtes Problem als Best Practice für Crowd-Zusammenarbeit wird oft genannt, dass man den Beteiligten was zurückgeben soll. Bei Galaxy Zoo zum Beispiel sind die gesamten Klassifizierungen dieser Galaxien in verschiedene Sorten downloadbar für alle, die mit diesen Daten irgendwas anfangen wollen. Auch das Ausgangsmaterial, die Galaxienfotos selbst, waren für die nicht kommerzielle Nutzung ohne Rückfrage freigegeben. Das ist bei Kulturinstitutionen nicht immer ganz so leicht wie bei den Astronomen. Es kann sogar aus Rechtegründen unmöglich sein, den Nutzern irgendwelches Material im Netz zu zeigen, mit dem sie arbeiten können. Das mag zwar langfristig durch Urheberrechtsreformen zu ändern sein und auch dadurch, dass man als Institution etwas vorausschauender darauf achtet, unter welchen Lizenzen man seine Bestände dann später zur Verfügung stellen können wird, aber im Moment steht das Problem nun mal im Raum und geht nicht davon weg, dass man sich wünscht, es wäre anders. Die zweite Begründung, warum das Bundesarchiv diese Kooperation wieder beendet hat, war, dass sich die Anzahl der Recherchen nach dem Einstellen der Bilder bei Wikipedia um 230% erhöht hatte. Ich hoffe, Sie schütteln nur so den Kopf und nicht, weil ich was Falsches behaupte, ohne dass deshalb zusätzliches Personal bereitgestellt worden wäre. Und die Einbeziehung der Allgemeinheit ist eigentlich kein Mittel, um Geld zu sparen. Wenn man genauer hinschaut, ist es noch nicht mal ein Mittel zu irgendwas, sondern der eigentliche Zweck der Institution. Dass dabei irgendeine Sammlung leichter zugänglich oder besser durchsuchbar gemacht wird, ist eine schöne Auswirkung, aber es ist eigentlich ein Nebeneffekt. In dem Moment, wo sich jemand hinsetzt, um alte Dokumente zu transkribieren, um Fehlermeldungen ans Bundesarchiv zu schreiben, dann tut er genau das, was Museen und Archive eigentlich erreichen wollen. Er beschäftigt sich aktiv und über einen längeren Zeitraum mit dem historischen Material. Er beteiligt sich und eignet sich dabei ein tiefergehendes Verständnis an, das wahrscheinlich über das hinausgeht, was er erworben hätte, wenn er einen Nachmittag im Museum zugebracht hätte. Man kann solche Projekte nicht einfach nebenbei betreiben und um Geld zu sparen. Sie erfordern neue Kompetenzen, die in den Institutionen nicht immer vorhanden sind bisher und sie erfordern dauerhafte Zuwendung. Das heißt, das kostet Geld und das kostet vor allem Zeit. Eine häufige Klage aus den Institutionen ist die, dass man dafür neue Stellen und mehr Geld bräuchte und bevor man die nicht hat, könnte man überhaupt nichts unternehmen. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass alles Bisherige unverändert weiter betrieben werden muss. Das war aber noch nie so und das wird auch diesmal nicht so sein. Das ist eine Frage der Prioritäten. Für das, was man jetzt zusätzlich machen will, wird irgendwas anderes wegfallen müssen. Und da hat jede Institution ihre heiligen Kühe, an die auf keinen Fall gerührt werden darf. Vorhin wurde das Beispiel Museumskataloge genannt. Das schwebte mir auch vor. Ich hatte mich noch nicht getraut, das zu sagen, weil dazu verstehe ich zu wenig von Museen. Aber wenn das Fachleute auch so sehen, dann trügt mich mein Eindruck nicht, dass der Museumskatalog genauso eine heilige Kuh ist, die viel Geld kostet, an die man aber nicht ran will. Und auch wenn die neuen Konzepte sich erstmal gut benehmen und Vorteile bringen, gibt es diesen Prozess der schöpferischen Zerstörung. Und diese Zerstörung, die greift nicht nur das an, was sowieso alt und überflüssig war und was man noch nie leiden konnte. Es verschwinden auch allgemein geschätzte Dinge, weil sich irgendwas anderes in ihrer ökologischen Nische breit macht.
Dieses andere muss nicht unbedingt besser sein, aber es ist in diesem Moment besser angepasst an die gerade herrschenden Umweltbedingungen. Es ist im Moment zum Beispiel nicht mehr möglich, eine kostenpflichtige, von Experten verfasste allgemeine Enzyklopädie zu vertreiben. Die Brockhaus-Redaktion ist 2008 aufgelöst worden. Die Encyclopædia Britannica von 2010 soll die letzte gedruckte Ausgabe nach 250 Jahren bleiben. Und dabei ist die Wikipedia gar nicht als Projekt zur Abschaffung dieser beiden Institutionen angetreten, die ja gar nicht unbeliebt waren, sondern sie sollte erstmal nur das Bestehende ein bisschen erweitern. Das Neue hat, was solche Dinge angeht, eine Eigendynamik. Ich will nicht darauf raus, dass man es gar nicht kontrollieren kann, aber man hat es eben auch nicht vollständig im Griff, was als Nächstes passiert. Und mein letzter Punkt, neue Strategien. Zahlen sich für diejenigen, die ihnen folgen, eigentlich nur dann aus, wenn damit auch eine neue Metrik der Wertschätzung einhergeht. Mitarbeiter von klassischen Institutionen müssten eigentlich rausgehen. Sie müssten sich auf anderen Plattformen engagieren, auf denen die Leute eh schon sind. Sie müssten sich auch mal anderswo zu Wort melden als in ihrem eigenen Museumsblog, was pro Woche 3 Besucher hat. Sie müssten anderen Projekten mit dem aushelfen, worin Institutionen tatsächlich gut sind und wofür sie Geld bekommen, Räume, Expertise, Kontinuität beisteuern zu anderen Projekten, die das gleiche Ziel haben, aber darüber nicht verfügen. Aber diese ganzen Handlungen werden in dem eigenen Koordinatensystem der Institutionen nicht gewürdigt und deshalb wahrscheinlich auch nicht finanziert. Ich rate das nur, weil ich weiß, dass es in der Wissenschaft im Moment so ist, dass man Public Outreach betreiben und bloggen und twittern und Google Plus vollschreiben und Facebook mit Wissenschaft vollschreiben kann, so viel man will. Man kann Wissenschaft als Prozess betreiben, von früh bis spät, aber am Ende zählt immer noch nur das klassische Peer Review Paper. Und ich stelle mir vor, dass das bei den Kulturinstitutionen nicht ganz unähnlich aussieht. Außerdem ist mein Eindruck bisher, dass der Erfolg von Kulturinstitutionen immer noch sehr stark in Besucherzahlen und in Reaktionen von klassischen Printjournalisten gemessen wird. In der Wirtschaft heißt das, what gets measured gets managed. Das ist zwar eigentlich anders gemeint und heißt, dass man Dinge erstmal messen soll, wenn man sie hinterher managen will. Es bedeutet aber leider auch, dass gerne das gemessen wird, was sich am leichtesten messen lässt. Das sind oft die Besucherzahlen und vielleicht noch die Besucherzahlen auf der Website. Und dann daraufhin gemanagt wird. Das muss aber nicht unbedingt dem entsprechen, was der eigentliche Zweck der Institution ist. Das heißt, es ist im Moment für Museen, Archive, ähnliche Institutionen im Rahmen dieser